Hallo und herzlich willkommen bei Einfach Backen. Und in diesem Video zeige ich dir, wie man SpongeBob-Kekse backt. Kekse, Cookies, Plätzchen oder in der Schweiz auch Spitzbuben genannt, ist alles dasselbe. Ich roll mir hier schon den Mürbeteig aus. Ich habe noch ein anderes Video mit Tipps zum Ausrollen vom Mürbeteig. Wenn es dich interessiert, dann seht ihr doch das Video an. Und hier mache ich immer, ich lockere mir den Teig noch durch vor dem Ausstechen, damit sich die Kekse nicht zusammenziehen. Da habe ich auch einen SpongeBob-Ausstecher, den ich in der Kinderwarenabteilung gekauft habe. Eignet sich aber sehr gut für diese Kekse, die wir heute zusammen herstellen werden. So, alle schön aufs Blech absetzen. Unsere Bleche sind natürlich in der Backstube etwas größer als zu Hause, aber das Prinzip bleibt immer dasselbe. So. Die werden jetzt bei 190 Grad circa 15 Minuten gebacken. So, schön goldgelb backen. Und ich fülle mir die Kekse eigentlich immer noch mit Marmelade oder Schokolade, weil ich da einfach gute Erfahrungen gemacht habe und vom Geschmack her sind sie viel leckerer als nur ungefüllte Kekse. Ja, zu 80% fülle ich mir eigentlich alle Kekse. Es gibt einige Ausnahmen, aber meistens fülle ich die durch. So, jetzt oben ein wenig Marmelade, dass die Grundplatte klebt. Die lege ich ja auch schon auf. Das ist gelber Rollfondant. Ich habe jetzt darum geschaut, dass man nur einen Keks sieht. Das bringt ja nichts, wenn ich 6 fertig mache. Zuckerkleber auftragen. Blaue Streifen für den Anzug vom SpongeBob. Und oben noch ein weißer Streifen. Da habe ich gleich den Ausstecher genutzt beim braunen Fondant und habe einfach gerade rüber geschnitten. Darum ist unten auch schön das Wellenmuster erkennbar. Die Augen, die habe ich mir mit einer Tülle, mit einer 16er Tülle ausgestochen. Kann man alles auch ausschneiden. Ich mache mir immer eine Vorlage, die ich aus dem Internet ausdrucke. Kann man eigentlich auch nachschneiden und alles dann aus dem Rollfondant schneiden oder aus dem Teig. Es empfiehlt sich einfach hier ein stärkeres Papier zu nehmen als nur ein Blatt Papier, eine Art Karton. So, jetzt machen wir die Zähne. Die habe ich mir auch aus weißem Rollfondant rausgeschnitten. Schön platzieren. Nase habe ich mir aus Rollfondant modelliert. Die Augen aus blauem Fondant, die wir hier auflegen. Er nimmt langsam Form an, unser SpongeBob. Jetzt habe ich da ein Modellierstäbchen, Modellierwerkzeug, wo ich einige Punkte einkerbe, für das typische Schwammmuster erkennbar zu machen. Es gibt auch einige, die es grün auftragen mit grüner Eiweißspritzglasur. Ich habe mich jetzt für diese dezentere Variante entschieden. Da habe ich mit Garnierschokolade mache ich den Mund, geht aber auch mit Eiweißspritzglasur eingefärbter oder mit eingefärbter Buttercreme. Da auch noch die Mundwinkel ist jetzt hier Eiweißspritzglasur eingefärbt. Ich zeige alle Techniken da kurz. Der Mund, wie gesagt, Garnierschokolade, Entschuldigung, die Mundwinkel sind ist Eiweißspritzglasur und jetzt unten noch, das ist jetzt eingefärbte Buttercreme. Da kann man selber entscheiden, wie man es gerne hätte. So, die Augen noch, unten noch den Anzug. Jetzt war dann leider der Akku leer, drum springt es gleich zur Krawatte, die habe ich mir auch noch rausmodelliert aus rotem Rollfondant. So, SpongeBob ist fertig, wir sind alle glücklich, ich verabschiede mich. Lasst einen Kommentar da oder gebt mir einen Daumen hoch.
Bis zum nächsten Mal, Marcel von Einfach Backen.